Silvester mit der Jana. Und Jana wird mich gleich schminken und zwar machen wir die Not My Arms Challenge. Mhm, und ich bin die Hände. Ja, Jana sind die Hände. Die Hände vor allem. Und wir haben hier schon ganz viele Schminksachen vor uns liegen. Und ich würde sagen, wir fangen auch sofort an. Ja. Los geht's. Also, ich sehe ja gar nichts. Warte. So, Hände weg da. Okay, gut. Kommst du da ran? So. Ich will jetzt hier meine Lieblingsfoundation. Oh Gott. Was ist das denn? Also, ich kipp die jetzt. Oh, das würde ich auf der Handfläche machen. Muss man natürlich sehr schön schütteln. Denn ansonsten kriegt man da nichts raus. Ups, da ging ein bisschen was daneben. Jetzt nehme ich mir so einen Foundation-Pinsel. Und ja, das kommt jetzt in mein Gesicht. Also immer schön dahin, wo man so ein bisschen mehr ja, Foundation braucht und wo die Haut so ein bisschen rot ist und wo ein paar Pickel sind. Natürlich auch in der Nase und im Mund. Denn da ist es natürlich sehr oft der Fall. So, und jetzt benutze ich meinen Lieblings-Highlighter. Denn mein Highlighter, der gibt mir so einen richtig schönen Glanz auf den Wangen und auf den Wangenknochen. Ah, da habe ich es geschafft. Sehr gut. Ja, nehme ich den Konturpinsel. Oh, schön auf die Wangen. Ja, guck mal, wie schön ich jetzt glänze. Seht ihr das? Ja. Oh, noch vier Haare. Da, damit die Haare glänzen. Mit durchholen, mein Oberteil mir wieder richtig anzieht. So, ja, oh. Oh. Ja, jetzt nehme ich mir noch mein Konturpuder und damit ich es noch ein bisschen mehr gebräunt aussehe, verteile ich das auf dem ganzen Gesicht. So, schön. Jetzt die Naked 3 Palette. Das ist meine Lieblingspalette, weil da sind so viele schöne Lidschatten drin. So, und jetzt nehme ich mir einen Pinsel. Nehmen wir mal den hier. Ja, mit dem schönen Glitzerton. Den mag ich nämlich sehr gern. Der ist nämlich ein bisschen heller. Schön rumrühren, ja gut. So, und jetzt kommt es auf das Augenlid. Schön unter die Augenbraue zum Highlighten. Jetzt noch ein bisschen dunkleren Ton, so ein bisschen mehr mit Gold. Ja, schön am Spiegel abtupfen. Genau, und jetzt noch ein bisschen schwarz, weil das Schwarz ist natürlich für Smoky Eye wichtig. So schwarz ist immer ganz wichtig, wenn ihr was Dramatisches machen wollt zum Beispiel. So, und jetzt nehme ich mir hier so ein Augenbrauenpuder. Und Augenbrauen sind auch immer ganz wichtig, weil ich habe immer so ein paar Stellen, die muss ich noch so ein bisschen auffüllen. Und am besten ist es hier so am Anfang, genau, und dann schön. Und wenn ihr ein bisschen dickere Augenbrauen haben wollt, so wie Cara, dann macht ihr die am besten noch ein bisschen dicker. Und das ist dann immer sehr gut, weil das sieht dann trotzdem noch natürlich aus und... So, jetzt wollte ich meinen Blush... Ach, da ist es ja! Oh, oh, wieder anziehen! Oh, und jetzt ziehe ich so einen schönen Blushpinsel. Das ist ein richtig schöner MAC Blush. Der ist ganz toll, schön rosig, sehr natürlich, seht ihr. Sehr schön. Und den werde ich jetzt auch schön auf meinem Gesicht, auf meinen Wangen auftragen. Eyeliner ist ganz wichtig, weil da könnt ihr einen richtig schönen Catwing machen, so schöne Augen. Und es ist sehr gut. Ihr könnt auch einfach mitten auf dem Lid ansetzen, wenn das ein bisschen dramatischer werden soll. Dann könnt ihr das auch gerne tun. Seht ihr, komm, ihr müsst richtig schön hier ansetzen, schön weit außen. Und schön über das ganze Lid ziehen. Auch ein bisschen unter die Augenbraue schadet nichts. Dann kommen wir zur Mascara. Da habe ich so eine richtig schöne, die macht sehr voluminöse Wimpern. Und das ist total schön. Und ja, die könnt ihr auch schön gegen die Haut ziehen, weil dann sieht es optisch aus, als hättet ihr mehr Wimpern. Das ist total cool. Ganz, ganz, ganz viel Farbe drauf. So. So, und jetzt nehme ich mir einen Lip Liner. Und damit könnt ihr es so ein bisschen... auf die Lippen drauf. Jo. Auch umranden für den Kylie Jenner Look. Kylie Jenner Look. Denn dann werden die Lippen größer und schön, schön so wie Schlauchbootlippen. Seht ihr? Und jetzt habe ich so einen nudefarbenen Lippenstift und dann werden die Kylie Jenner Lippen perfekt. Schaut mal hier. Schön auftragen. Auf die Oberlippe. Ist über die Oberlippe. Auf die Unterlippe. Ja, guck mal. Und auf die Zähne. Auf die Zähne ist auch immer gut. Und zum Schluss, weil ich es vorhin vergessen habe, kommt noch ein Augenbrauengel. Das kann man sich auf die Augenbrauen machen. Das ist noch für den Cara Delevingne-Look gut.
Und wie gesagt, für schöne dicke Augenbrauen kann man das auch noch ein bisschen über die Haut ziehen und in die echten Haare, weil schadet ja nicht, ne? Ja, schick. Fertig. Tada! Das ist mein neuer Kylie Jenner und Cara Delevingne Make-up Look. Es ist sehr schön. Ihr könnt ihn zum Beispiel für den Alltag nehmen oder ihr könnt ihn auch zum Beispiel fürs Ausgehen nehmen. Also ist eigentlich alles tauglich. Du hast mich noch nicht gesehen, oder? Nee. Okay. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Wollen wir zusammen gucken? Ja. Okay, wir gucken jetzt. Schön aus, das muss man ja sagen. Können es unter die Make-up-Artists gehen? Neues Profilbild, oder? Ja, wenn ihr jetzt so Lust habt, was anderes zu schauen, wir haben auch auf Janas Kanal ein Video gesehen, also auf jeden Fall abchecken. Sie macht richtig coole Videos, auch total lustig. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.